Hallo und willkommen zurück. Es begrüßt euch wieder Charles. Heute sind wir als Zimmerer unterwegs. Wir werden uns heute die Zimmerer Level 55 Quest angucken. Ich befinde mich in Ishgard am Meteoritenplatz und wir werden uns als erster mal die Quest abholen. Wir werden dazu die Schwaden anwählen. Dort ist unser Questgeber. Hier haben wir die Stufen runterlaufen, auf der linken Seite. So, mal anwählen. Level 55 Quest, kein glücklicher Zufall. Hallo! Ich habe mich Ngovilu gestellt, aber wie du siehst, ich bin leider noch nicht zum Ritter geschlagen worden. Das liegt aber keinesfalls an deinem Bogen. Der hat sicher als stark und biegsam zugleich erwiesen. Es gibt nicht viele Handwerker, die ein solches Meisterwerk schaffen können. Nur leider scheint meine Fähigkeit im Umgang mit dem Bogen unzureichend zu sein. Ngovilu flog so flink hin und her, dass ich ihn einfach nicht treffen konnte. Dann hat er mich mit einem kräftigen Hieb zwischen die Bäume geschleudert. Ich dachte schon, das wäre mein Ende. Doch zum Glück kam ein Mönch des Weges, der mich fand und meine Wunden versorgte. Er hat mein Leben gerettet und dafür bin ich ihm etwas schuldig. Bisher ist mir nichts eingefallen, womit ich mich bei ihm bedanken könnte. Aber du bringst mich gerade auf eine Idee. Als Zimmerer kannst du doch bestimmt auch Stäbe herstellen, oder? Der Mönch ist nämlich in der weißen Magie bewandert und würde sich über deinen neuen Stab bestimmt sehr freuen. Allerdings habe ich keine Ahnung, worauf es bei einem Stab ankommt. Könntest du zum Meteoritenplatz gehen und dort den orthodoxen Mönch fragen, was für ein Stab er bevorzugt? Ich komme später selbstverständlich für die Unkosten auf. Bitte erweis mir den Gefallen. Okay, alles klar. Dann gucken wir mal, wenn wir hier zurücklaufen. Mal mit dem Mönch quatschen hier. Ah, ich finde die kleinen Geschichten oft sehr relativ interessant. Ach, sehr lustig manche. Oh, orthodoxer Mönch, wunderbar. Okay. Wurdest du geschickt, um mich für meine Hilfe zu entlohnen? Ich sagte doch, dass ich keine Bezahlung erwarte, aber ich möchte auch nicht unhöflich erscheinen. Wenn es denn sein ausdrücklicher Wunsch ist, mir eine Freude zu bereiten, so würde ich mich für eine Kastanienrute entscheiden. Mein alter Stab hat einige Schrammen erlitten und müsste getauscht werden. Okay, somit einmal eine Kastanienrute herstellen. Machen wir hier auf die Seite gehen. Mal gucken, was wir hier für Materialien benötigen. Dunkler Kastanienast, dunkles Kastanienbauholz und Wachsus vom Epsilon. Ich muss ehrlich zugeben, ich habe mir den schon vorgesammelt und hergestellt, die Sachen. Bei meiner nächsten Level-Quest werde ich auch die Materialien herstellen und sammeln. Werde ich euch auch online zeigen. Das heißt, wir werden das jetzt in HQ craften. Ich werde jetzt kein Makro benutzen, sondern ich werde es händisch machen. Brauche jedoch überbackene Zwiebelsuppe. Ihr seht, ich habe 430 HP, so hinstellen, dass ich es auch lesen kann. So. Alles in HQ auswählen. Wir beginnen mit 1270 Qualität. Wenn wir mal beginnen. Komfortzone. Innere Ruhe, ruhige Hand 2. Jetzt werden wir so lange, bis die ruhige Hand 2 ausläuft, werden wir entweder Veredelung oder wenn wir ein Gut haben, werden wir die präzise Veredelung verwenden. Jetzt haben wir ein Gut, nehmen wir präzise Veredelung. 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 Eine noch. Okay, ihr seht, 3,92, 16%. Die ruhige Hand 2 ist abgefallen. Wir haben noch 2,87 HP, reicht wunderbar. Wir werden die ruhige Hand reaktivieren. Nochmal Veredelung. Aufpassen auf die Belastbarkeit natürlich. Einmal noch. Wir haben ein Gut, das werden wir. Kunstgriff habe ich nicht aktiviert, können wir jetzt nicht verwenden. Leider können wir den auch nicht verwenden. Müssen wieder herstellen.
Die Komfortzone ist mittlerweile abgefallen, werden wir auch jetzt nicht reaktivieren. Wir haben bereits 9 Stacks, wir haben ruhige Hand 2, das heißt, wir werden nur mehr einmal große Schritte aktivieren. Und Bayergots Benediction. Bumm, 100%. Wunderbar. Wir haben noch hier genug, 641. Wir werden einmal Einfallsrecht um 2 benutzen. Sorgfältige Bearbeitung 2. Und einmal noch. Bumm, wunderbar. Okay. Das heißt, wir haben die Kastanien-Note hergestellt. Zurück zu unserem Mönch. Ob, jetzt haben wir den Text nicht gelesen, aber zurück. Oh, du hast es tatsächlich geschafft, eine Kastanienroute in HQ herzustellen. Das wäre ja ganz vortrefflich. Jawohl. Hier die Kastanienroute. Was für ein prachtvolles Stück. Ich spüre auf Anhieb seine innige Verbindung zu den Lebensadern der Erde. Damit werde ich Wunden noch besser heilen können als bisher. Ich frage mich nur, wie sich der kleine Philipp Palais einen solch meisterhaften Zimmer wie dich leisten kann. Ja, kostet ja nichts, ne? Wie bitte? Es war gar nicht Philipp Palais, der dich beauftragt hat, sondern sein Vater Bartovieux. Ehrenwerter Mönch, als Dank für die Rettung meines Vaters habe ich euch diesen leckeren Vogel gejagt. Nun bin ich ein wenig verwirrt. Dein Vater hat sich bereits bei mir erkenntlich gezeigt. Ich freue mich über dein Geschenk, aber ich finde, du hast eine anständige Mahlzeit nötiger als ich. Bitte behalte deine Beute. Wirklich? Mein Vater hat dir schon etwas geschenkt? Na gut. Danke, mein kleiner Philipp Palais. Dein Vater kann stolz sein, einen solchen treuen Sohn wie dich zu haben. Auch dir gilt mein Dank, Abenteurer. Richte Partibü bitte aus, dass ich mich sehr gefreut habe. Nun muss ich mich leider entschuldigen. Die heilige Pflicht ruft. Nun ja, ehrlich gesagt habe ich den Mönch gebeten, meinem Vater nachzugehen und ihm in Notfall zu helfen. Ich hatte einfach Angst, dass er auch bei der Drachenjagd verletzt werden könnte. Und so kam es dann ja auch. Aber das muss ein Geheimnis bleiben. Wenn mein Vater davon erfährt, wird er furchtbar eingeschnappt sein. Ich hoffe bloß, dass er sich nicht wieder Hals über Kopf in Gefahr begibt. Okay, grüner Pfeil, wir können die Quest abschließen. Also, wieder zurück zu den Schwaden. Upp. Die Abkürzung nehmen wir, geht nicht. So, Bartovieux. Danke, dein Stab war sicher ein angemessenes Geschenk für den Mönch. Hier, es ist nicht viel, aber ich möchte dich für deine Mühe belohnen. Dieses Mal muss ich eine klägliche Niederlage einstecken. Aber deshalb werde ich die Jagd auf Nguru Vilu noch lange nicht aufgeben. Ich muss nur noch ein bisschen mehr an meiner Schusstechnik feilen. Okay, da ja mittlerweile das Gear alles habe, ich will mal gucken, was wir hier für den Markt gut verkaufen könnten. Ich würde mal sagen, den Rock. Alles klar. So, das war's heute vom Charles. Level 55er Quest des Zimmerers. Natürlich werde ich den anderen Quests auch noch weitermachen. Das heißt, bis zum nächsten Mal. Euer Charles.